Hallo, mein Name ist Manfred Brasch, ich bin Landesgeschäftsführer des BUND in Hamburg und möchte mit euch auf die aktuellen umweltpolitischen Ereignisse schauen. Jetzt ist er raus, der neue 20-Punkte-Plan, den Rot-Grün vorgelegt hat, um die Lärmsituation am Hamburger Flughafen zu verbessern. Eine einzige Enttäuschung aus unserer Sicht, die BUND-Fluglärmpetition, die ja gefordert hat, 22 Uhr Nachtflugverbot, ist mit keinem Wort erwähnt und jetzt soll angeblich mit diesem 20-Punkte-Plan das, was sowieso vorgeschrieben ist, strenger überprüft werden. Wir werden das im Auge behalten, aber insgesamt steht schon fest, Rot-Grün hat nicht die Interessen der Anwohner vertreten, sondern ist einmal mehr den Wirtschaftsargumenten gefolgt. Was gab es noch? Der Rücktritt von Wirtschaftssenator Horch hat auch Schlagzeilen gemacht. Damit geht sicherlich ein bewährter Lenker der Hamburger Wirtschaft, aber er steht auch für die Old School. Und wir brauchen für die Zukunft, für das Thema Ressourcenschutz, für das Thema Klimaschutz, für das Thema Bodenversiegelung einen Neuaufbruch auch in der Wirtschaftspolitik in Hamburg. Und wir hoffen, dass sich dieses auch bei der Stellenbesetzung abbildet. Endloses Wachstum wird es nicht geben. Das ist sowohl für den Hafen als auch für den Verkehr klar. Hier braucht es ein Umsteuern. Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis. Am Samstag demonstrieren wir in Stade. Dort soll ein neues Kohlekraftwerk gebaut werden. Treffpunkt für alle, die mitmachen wollen. 9 Uhr am Samstag. Eingang Wandelhalle, Kirchenallee. Dort trifft sich der BUND und wird dann gemeinsam nach Stade fahren. Ich hoffe, ihr seid dabei. Euch ein schönes Wochenende.